Hallo, ich möchte euch heute mal den Refrain von dem Song Gangnam Style zeigen, mal eine Akustikversion. Und zwar brauchen wir hier drei Akkorde. Einmal A-Moll 7, dann H-Moll 7 und E7. A-Moll 7 ist der erste Finger im ersten Bund auf der H-Seite, der zweite Finger im zweiten Bund auf der D-Seite. A-Moll 7, H7, H-Moll 7 ist dann der erste Finger über den zweiten Bund, drückt alle Seiten. Dann der zweite Finger ist im dritten Bund auf der H-Seite und der dritte Finger ist im vierten Bund auf der D-Seite. H-Moll 7 und E7 ist der erste Finger im ersten Bund auf der G-Seite und der zweite Finger im zweiten Bund auf der A-Seite. Ich spiele es euch ganz kurz mal vor und dann erkläre ich euch mal die Rhythmik. So, mit der Rhythmik ist die rechte Hand, da nehmen wir den ersten, zweiten und den dritten Finger. Den dritten Finger unterhalb der E-Seite, hohe E-Seite, zweiter Finger unterhalb der H-Seite und der dritte Finger unterhalb der G-Seite. Das bleibt immer. Nur mit dem Daumen spielen wir verschiedene Bassnoten. Und zwar bei A-Moll 7 spielen wir die A-Seite als Bassnote. Ja? Und dann spielen wir unten die drei Noten, den Dreiklang, gleichzeitig. Okay? A-Moll 7, erst Bass und dann die Dreiklänge. Noch einmal. Dann wechseln wir zu H-Moll 7. Und das spielen wir noch einmal. Und dann wechseln wir zu E7 und das spielen wir dann zweimal. Nochmal A-Moll 7, H-Moll 7. E7. Got a Gangnam style. Got a Gangnam style. Ja, ist gar nicht so schwer. Gleich mal die Gitarre in die Hand nehmen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Dankeschön.